Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2. Jo, morgen früh geht's für mich, also das heißt für euch gleich, geht's für mich erstmal zum HNO. Gucken, warum mein liebes, gutes Öhrchen immer noch zusitzt. Und ich deswegen so gut wie nichts höre. So, ich muss jetzt erstmal eine Runde schlafen. Dazu fahren wir zur Werkstatt, da können wir den LKW reparieren, da können wir eine Runde schlafen und dann holen wir uns eine neue Fracht. So machen wir's. Das wird ein Fest. So. Du wartest auf mich, wa? Es ist da doch geklappt. Eine gelbe Werkstatt. So, pass auf, da werden wir jetzt reparieren. Wartung! Jawohl, so. Es ist ja wieder flott. Bevor wir uns jetzt eine Fracht ausgucken, geht es hier auf den Parkplatz. Um eine Runde schlafen. So, 20.26 Uhr. 20.26 Uhr, das ist taghell. Okay. Macht nichts. So, Auftragsangebot. Ja, aber ich habe gestern noch mehr geschludert. Für LS19 habe ich auch keine Folge gemacht, aber das gehört hier jetzt nicht hin. Warum nicht? Aufträge. Wir sind da. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir fahren wollen und vor allen Dingen wohin. Katowice. Nach Polen fahren? Was ist das denn? Der müsste nach Schweden. Komplett durch Polen durch. Innsbruck. Nee, da geht's wieder zurück. Liverpool habe ich keinen Bock drauf. Tschechische Republik. Ich will eigentlich mal nach Polen. Katowice, Polen. Wisst ihr was? Guck mal, wir holen uns Würste. Also wir fahren 17 Tonnen Würste nach Katowice. Das machen wir. Gehen nach Polen rein. Wunderbare Idee. So. Ja, Mensch. Dafür, dass es die letzten Tage noch so brüllend heiß war, ist das jetzt wieder richtig extrem kalt draußen. Gerade die Balkontür zugemacht. Die werde ich heute Nacht nicht auflassen. Weil dann frierst du dir den Arsch ab oder so. Geht gar nicht. So. Oh so, Freund, du bleibst grün, genau. Und wir fahren gleich natürlich wieder in die Nacht hinein, ne? Alter, hier sind Karren unterwegs, ey. Und hier ist auch schon die Firma, wo wir hin müssen, meine Güte. Das ging ja schnell. Hey, hier haben wir eine Garage. Guck mal, da hätten wir auch schlafen können. Haben wir aber nicht. So. Aufträge. Was wollten wir denn jetzt fahren? Dosenbohnen? Ne, wir wollten Würste fahren, oder? Gibt es denn da noch andere Auflieger? Was haben wir denn hier Schönes? Guck mal, den haben wir jetzt, ne? Wirst, die müssen gekühlt werden. Bestätigen. Komm her. Da. Auftrag annehmen. So, da ist er. Ach so, da hinten. Da müssen wir runter. Okay, was machen wir hier? Haben wir die Stadt fast komplett abgegrast.
Eigentlich müssten wir noch mal geradeaus rüber. Egal, wir müssen sowieso links. Da wollte ich auch lang. Wir haben jetzt 267 Kilometer vor uns. Wir sind schon, ja, haben schon wieder 5 Minuten rumgedamelt. Ich hätte fast gedacht, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Nein, Däumchen wären Träumchen, aber noch viel schöner. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei, da bin ich dann, sobald ich wieder flott bin, auch ab und zu mal unterwegs. Alter, der federt ganz schön. Abo kostet euch nichts, ihr könnt jederzeit wieder raus. Vor allen Dingen an die, die immer ohne Abo gucken. Einmal draufklicken, Glocke anklicken, fertig. Tut euch nicht weh, mir hilft es. Ja, Twitch hatte ich gesagt, wer Lust hat auf Landwirtschaftssimulator 19 und Multiplayer, beziehungsweise auf RP. Unten in meinem Video ist ein Link zu Chaos Farming. Da könnt ihr dann mal draufklicken. Bei Chaos Farming findet ihr einen Teamspeak-Code und damit könnt ihr dann, oder darüber könnt ihr dann mit uns quatschen. Ja, im Moment aufgrund der Sommermonate alles etwas verhalten, jeder ist in der Ernte. Da passiert auch auf der Wochenkarte leider nicht ganz viel. Der federt richtig nach, ey. Hast du das gesehen? War das schon immer so? Und vor allem, was fährt da hinten? So. Sah spektakulärer aus. Komm, mach grün. Es ist schon sehr, sehr nice zu sehen. Ich kann es immer nur wieder betonen, was SCS mittlerweile aus dem Spiel gemacht hat. Und ich kann nur hoffen, dass es sich noch... Scheiße. Wirklich noch mehr erweitert. Dass hier immer mehr dazukommt. Dass wir dann die Pro-Mods im Prinzip überhaupt nicht mehr brauchen. Weil die ist ja doch recht performance-lastig. Und... das ist natürlich der Vorteil der Serienmap, dass die das in dem Sinne nicht ist. Vielleicht nicht ganz so detailliert, aber ich, in meinen Augen reicht es. So, das Schärfste, was jetzt kommen kann, es wird Nacht, es wird dunkel und es wird Waschküche. Hatten wir schon, brauchen wir ja nochmal. Kraftfahrstraße Ende, ja, da werden beide Spuren zu einer. Mal sehen, ob mein Öhrchen dann morgen nachher gespült wird oder nicht. Schon recht widerlich. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, so ganz so schlimm wie es... Oder man hat sich einfach dran gewöhnt. Das kann natürlich auch sein. Palex. Sollte bestimmt Patex werden. So. Nicht ab. Wir fahren hinter dem her. Ja, wird schneller. 90 dürfen wir. Sagenhaft. Das ist unglaublich. Dann könnten wir ihn theoretisch bergab überholen, wenn nicht irgendwas von vorne kommen würde. Kriegen wir das hin? Komm her. Wir sind jetzt mal mutig. Der bremst ab. Wir auch. Bratislava. Wir fahren Richtung Bratislava. Hier ist aber leer.
Haben wir nicht meine Würstchen kaputt. So. Richtung Krakau. Gott, schon wieder 10 Minuten verdengelt. Das ist unglaublich. So, Dille. Schön über die Bahn. Aua, aua. Das ging auf die Federn, wa? 197 Kilometer, ja, genau richtig für die nächste Folge, ne? Was ist hier los? Ja, ich hoffe, heute passt das mit dem Sound wieder. Es wurde geschrieben, das hätte gestern so ein bisschen geknattert. Wie gesagt, ich mache im Moment keine Vorprüfung, weil ich kann es eh nicht kontrollieren. Von der Seite her nehmen wir also einfach, wie es kommt. Es wird auch wieder besser. Es ist manchmal einfach die Software oder wenn der Rechner im Hintergrund irgendwas macht. Beim letzten Mal war es, dass die SSD im Arsch war, so sich da einiges zerlegt hat. Da muss man dann einfach mal gucken. Auf meinem Hauptrechner habe ich heute ein BIOS-Update gemacht. Und auch von dort können natürlich falsche Signale kommen. Aber wir werden demnächst mal noch eine andere Capture-Karte testen. Und vielleicht gibt es da eine kleine Überraschung. Man muss mal gucken. Ey. Lenkrad vibriert sogar. Wow. Nicht aufpassen, dass ich hier nicht alles mitnehme, du. Noch nie so vibriert. Woran liegt das? Gut, durch so ein BIOS-Update wird natürlich auch einiges umgesteuert. Ne? Nichtsdestotrotz, bevor wir da gleich in diese Serpentinen reinfahren, würde ich sagen, stellen wir uns hier irgendwo an den Wegesrand, sofern möglich, und beenden die Folge für heute. Ich freue mich, wenn ihr morgen gesund und munter wieder mit dabei seid. Und ja, wir sehen uns dann morgen an dieser Stelle wieder und bis dahin sage ich dann erstmal ciao, ciao, macht's gut, bleibt gesund. Tschüssi.